Der was? Ist so lost, der Junge, ne? Der hat da so Spaß dran, der Vogel. Okay, jetzt aus Prinzip. Welche ID hat die? Warte, ich mach aber diese schnelle Welle, ja. Warte. Ich hab kurze gemacht. Guck jetzt, kurze. Hallo Leute, wollt auch ihr mal GTA-RP spielen? Oder spielt ihr schon und wollt mal auf einen anderen Server spielen? Dann probiert doch mal Grand RP aus. Was du dafür tun musst? Erstelle dir ein Konto, du musst natürlich eine lizenzierte Version von GTA 5 haben. Dann suchst du dir einen Server aus, wo du spielen möchtest und registrierst dich. Als nächstes scrollst du runter zum Launcher und lädst dir den Launcher runter. Wenn das fertig ist, gehst du auf Rage MP und lädst den Download auch noch runter. Ohne Rage MP könnt ihr diesen Multiplayer nicht spielen. Wenn du dich mit meinem Link in der Beschreibung registrierst, bekommst du $25.000 extra als Startkapital. Auf Grand RP gibt es keine Altersbeschränkung und keine Whitelist. Das heißt für euch, ihr könnt sofort losstarten und spielen. Mein Gott, Digga, wer will... Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Das hast du verdient, du dreckiger Wichser, hä? Fucking Sleeper, man! Nein, Voice-Crack. Er kennt mich nicht, Baby. Sind wir keine Männer für 70-30? Ja. Also, Caps. Sag ich dir eine Sache, wird Kali von mehreren Parteien angegriffen, ficken wir die alle weg. Ja, würde ich auch sagen. Ja, hey, ich würde sogar sagen... Und ich sag dir eine Sache noch, Orhan, sorry. Weißt du, wie ein Jürgen gehandelt hätte? Direkt ich hätte ein Statement gesetzt und hätte die alle weggemacht. Jetzt, patsch! 70-30, da hast du 70-30. Ah, Bro, ich kann die klären, wenn du willst. Gar kein Problem. Ja, du musst schon alle noch keine klären. Für alle Frauen hier in Dortmund. Ich wollte gerade sagen, der kennt doch schon jede Frau. Also frag einfach, kennst du Engel? Dann sagen die, jo. Wer ist das denn Bundeswehr, jetzt hier? Bundeswehr, oh mein Gott. Alle Hände hochnehmen! Wer sich nicht ergibt, wird erschossen! Hände hoch! Ey, ich bin gefickt! Was passiert hier? Hallo? Ich bin gefickt! Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! Hallo, wir machen doch gar nichts! Aufhören zu schießen! Schießen Sie nicht auf uns! Ich hab keine Waffe! Ich kann nichts machen, Alter! Meist aber hier daneben, fürs Gewissen. Ey, lebst du hin? Ey, ich hab gesehen, so vorher kacken gehen. Hätte dir mir gesagt, dass er so auf Klo geht, hätte ich ihn niemals bei mir reingelassen auf Klo. Wir haben es auch erst spät erfahren. Oh, der Hermanos, le pasa! Sagt, anhalten oder so, ne? Ne. Nix. Komm einfach, schießen. Ja, sollen sie doch. Sich cool fühlen, das sind eh die Gambo-Geilen. Habt ihr eingeladen? Ja, chillig. Chillig, ja. Ja. Wer wurde getroffen? Ich. Diego, glaub ich. Ne, der hat mal auf mich geschossen. Haben die euch schon mal einfach, was ist dein Problem, Digga? Soll Diego, er doch machen. Bleib ruhig. Nee, Digga, ehrlich. Er schießt einfach weiter, Digga. Ja. Gute Pommes. Das ist auf jeden Fall gute RP-Frack, ne? Tatsächlich. Sehr gute RP-Frack, ne? Sehr gutes RP-Frack, ne? Tatsächlich. Ja? Kommt alle den durch. Stark seid ihr, Jungs, ne? Dass ihr vorher durch. Nicht. Richtig, stark seid ihr. Alles gut. Gute RP-Fraktion sieht man, ne? Richtig stark. Komm, schießt extra noch rum. Komm, flieg weg. Was macht der?
Steig auf, steig auf, steig auf. Die wollen RDM. Warte mal. Wow, der legt sich die ganze Zeit hin. Und der will mich RDM. Was ist das? Ich brauche Unterstützung am Würfelpack. Ja, schnell, Jungs, hilf mal, hilf mal. Komm on, ich fahr jetzt gerade los. Ja, stark, ich bin auf dem Turm. Guck, ich hänge hier oben fest. Guck mal, ich hänge hier oben, siehst du das nicht? Die heißen Squeaky Clean. Was? Die heißen Squeaky Clean. Die haben so ein Entchen als Logo. Ich heiße Squeaky Clean? Ach. Nein. Ich dachte, das war ein Knastname, geben sie mir gerade. Meine Fresse. Ich dachte, sie geben mir schon mal einen Knastnamen. Meine Fresse, Miss Angel. Verwirren sie mich da nicht so. Sie kann doch gerne Squeaky Clean nennen. Ja, das klang so ein bisschen so nach Süden und Knast. Ich dachte, ich bin Squeaky Clean dann im Knast. Meine Güte. Okay, ja, ich verstehe. Ja. Ja, right, Squeaky Clean. Servus. Moin. Kannst du mich zum Anwesen fahren? Natürlich. Hey, was passiert da? Natürlich. Wo ist dein Anwesen? Ich hab's dir markiert, Bro. Ja, easy. Ich komm dich gleich abholen, ja? Oh mein Gott. Rausgeschmissen. Ja, hä? Noch nicht Jagd fertig. Okay. Dum, 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 dum. Gut, weiter, Mann. Ich hab ein Sitzkissen gefunden. Hab hier so. Das Einzige, was ich auf Immo sehr, sehr schlecht finde, ist die Pol und die BW, muss ich sagen. Ne? Das sage ich auch offen so. Und das Justizsystem, das ist sehr, 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 sehr schlecht. Weil irgendwie macht das keinen Sinn aus Roleplay-Sicht, dass ein Aal gekündigt wurde und jetzt ein Aal die Justiz abgeschafft hat mit und jetzt ein Aal machen kann, was er will. Ich mag Aal sehr, sehr gerne, auch OC, aber es macht absolut keinen Sinn, weil der hat einen Freifahrtschein, alles zu machen, was er will und macht das auch. Und das nutzt er auch aus. Würde ich vielleicht nicht anders machen. Das ist halt irgendwie blöd, weil du hast keine Mittel und Wege im Roleplay dagegen vorzugehen. Du kannst nichts machen. Gar nichts. Du bist dem einfach schutzlos ausgeliefert. Du wirst einfach gefickt. Und wer jetzt sagt, das ist Hate oder so, ist es nicht. Du kannst nichts machen. Ah, ich hab so Bauchschmerzen! Ach du Scheiße. Aber ich kann nicht mehr, Jungs, ruf deinen Arzt!
Ich hab, Abu ist ein Mensch, ich schwöre es euch, als ich diesen Erfolg beobachtet habe von Abu, ja, man hat das ja alles mitbekommen. Ich habe ja Abu Goku kennengelernt, da hatte er 200-300 Zuschauer auf Twitch. Wachtetin kennt ihn, da hatte er der 50 Zuschauer auf Twitch, ja. Grüße gehen raus an meinen Bruder Wachtetin. Wachtetin wünsche ich auch, dass er inshallah richtig erfolgreich wird auf Twitch. Mit RP und so weiter, weil RP, er ist einer, der fühlt RP viel krasser als ich. Auf jeden Fall, Abu ist einer, ich habe sehr, sehr viel Respekt vor ihm. Und ich sehe einfach auch zu ihm auf. Mich inspiriert das, das zu sehen. Ihn und seinen Erfolg zu sehen. Weil ich denke mir dann inshallah so, ich wünsche mir das für mich und meine Leute auch. So auf diesem Weg, ja, wo er sich gerade bewegt. Weil wir bewegen uns in derselben Milieu, im selben, nicht Milieu. Milieu ist das falsche Wort. Wir bewegen uns so in derselben Szene, ja. Und ich gönne ihm das übertrieben einfach.